Es sind gigantische Dimensionen und ein ehrgeiziges Ziel. In nicht einmal 6 Stunden soll die nordeuropäische Erdgasleitung NEL unter der Weser liegen. Und das bei 600 Tonnen Gewicht, einer Länge von 732 Metern und einem Rohrdurchmesser von 1,40 Meter. Am Nikolaustag steht damit ein entscheidender Schritt für eines der größten europäischen Leitungsprojekte bevor. Eine zugleich vollkommen umweltschonende Methode. 721 Meter lang ist das bananenförmig gebogene Bohrloch unter der Weser. Die Weserauen bleiben von den Baumaßnahmen völlig unberührt. Und auch die verwendeten Werkstoffe sind umweltbewusst gewählt. Bentonit heißt die graue Masse im Bohrloch, ein Tonmineralgemisch, das das Bohrloch schützt, reinigt und abstützt, solange die Pipeline selbst noch nicht verlegt ist. Das ist ein Steinmehl und das ist sehr, sehr schwer. Ja, das ist ganz was Natürliches, das nimmt man sogar bei biologischem Tomatenanbau. Ja. Damit dem Leitungsrohr selbst nichts passiert, wurde es vor dem Einzug Glasfaser verstärkt. Zudem ist es zuvor immer wieder auf Schadstellen oder winzige Lecks geprüft worden. Ein letztes Mal direkt vor dem Einzug. Auf dieser Rolle sind jetzt 25 kV Spannung drauf, gell? Und jede kleinste Schadstelle würde durchschlagen. Jede kleine Schadstelle würde so ein Signal geben, ja? Gesteuert wird der Bohrer, der die Rohre zieht, aber nicht von hier aus, sondern auf der anderen Seite der Weser. Bohrmeister William de Boere dirigiert mit Joystick und ganz viel Fingerspitzengefühl den Bohrer unter der Weser auf der vorher berechneten Route. Meter für Meter arbeitet sich das Bohrgestänge vor und dreht sich dabei stetig. Der Fachmann spricht vom Drillen. Die einzelnen Bohrstücke sind 10 Meter lang und genauso wie die Pipeline mit Wasser gefüllt, weil die Rohre sonst zu viel Auftrieb hätten und die Isolierung der Pipeline beschädigt werden könnte. Die Unterquerung der Weser in Ahausen bei Bremen ist sicherlich das Highlight für die NEL-Baustelle am heutigen Tag. Doch für Bauleiter Philipp Meierhofer längst nicht die einzige Aufgabe. Der 52-Jährige ist immer unterwegs und immer am Telefon. Mit seinen Kollegen kommuniziert er in 5 Sprachen. Du, aber probier nochmal, aber normalerweise muss das funktionieren. Was ist Auftrag, wo ist Schatzibut einmal? Manche klar, fin Adobe, finnische. Il tubo per interare. Dimmi Luigi. Er ist verantwortlich für 70 Kilometer Streckenabschnitt der insgesamt 440 Kilometer langen NEL. Dazu gehört auch ein Abschnitt direkt an der Autobahn. Seit 1979 ist der Österreicher im Geschäft. In seiner Heimat in der Steiermark ist er durch seinen Beruf relativ selten. Ich bin eigentlich immer unterwegs. Ich war, die letzte Baustelle war in Mexiko. 6 Monate durch. Davor war ich in Russland, 7 Jahre, in Italien, ein paar Jahre, in Weißrussland, in der Ukraine, in Schweden, in Finnland, eigentlich überall. In Deutschland, das ist eine Nahbaustelle, weil da komme ich alle 2 Wochen nach Hause. Ein weiterer sensibler Punkt ist der Bahnübergang einer Privatbahn. Auch hier schaut der Bauleiter noch einmal vorbei, um sich zu vergewissern, dass alles nach Plan läuft. Der Ziehkopf kommt in Achim an. Um 14.35 Uhr ist es dann soweit. Schneller als geplant. Und darauf sind die Pipeline-Spezialisten sichtlich stolz. Es wäre ein Stein vom Herzen. Wenn du alles daran machst, verstehst du, dann funktioniert das auch so. Das ist ein goldener Abschluss. Und das vor Weihnachten. Da spielt auch keine Temperaturrolle, kein Regen, kein Schnee, kein gar nichts. Einfach nur schön. Am Ende des Arbeitstages gibt es noch das obligatorische Abschlussfoto. Gelöste Stimmung bei Philipp Meierhofer und seinen Kollegen. Alles hat funktioniert. Ein großer Schritt ist getan. Doch bereits morgen geht es wieder weiter.